Ich hoffe, wir haben gar keinen Tabak mehr da. Was? Nee, Mann. Wie? Ich habe extra nichts mitgebracht, weil ich dachte, du hast noch was. Ach so, scheiße. Nee, ich habe auch nichts mehr. Oh. Ah, Dreck, Dreck, Dreck. Aber warte. Zwei Feathers hier ist doch gar kein Problem. Ach, die ist ja magisch. Ja. So, und jetzt können wir noch einfach unsere Wünsche äußern. Gar kein Problem. Das sollte eigentlich passen. O magischer Genie in the Bowl, erfülle uns einen Wunsch. Wir brauchen Tabak. Bitte. Oh. Alter, was ist das? Was ist das? Oh. Es ist Tabak. Ach so. Ja. Guck mal hier, Genie Blue Rasp. Aha. Nice. Oh. Unsere Gebete wurden erhört? Ich glaube auch. Jawohl! Hey. Einfach die Kohle vor den Kopf! Auf geht's! Ja, los, 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 los! Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von uns, vom Shisha-Team. Und wir haben heute eine ganz neue Marke für uns, hatten wir noch gar keinen Tabak von. Genie Blue Rasp. Ja, also Blue Raspberry. Blaue Himbeere. Kennt ihr sicherlich vom Energy-Hersteller eures Vertrauens. Rockstar. Ja, genau. Ja. Genau der. Die 200 Gramm Dose kriegt ihr für 16,90 Euro. Ist also ein bisschen teurer. Geht noch voll klar. Ja, kommen wir zum Schnitt. Den Schnitt finde ich hier relativ fein. Gut. Ein paar kleinere, gröbere Stückchen sind drin, aber keine Äste. Und die Molasse ist wirklich, wirklich gut eingezogen. Also hier schwimmt auch gar nichts. Ich zeige euch den noch mal kurz in der Nahaufnahme. Da seht ihr es, wirklich sehr schön geschnittener Tabak. Gut, kommen wir mal zum Geruch. Also Blue Rasp, ja. In der Beschreibung stand, soll halt so dunkle Beeren sein, irgendwie so Himbeere, Brombeere, irgendwie sowas in der Richtung. Geruchlich finde ich, dass auf jeden Fall so eine Himbeernote durchkommt. Also wirklich sehr lecker und fruchtig. Die Mücken kommen auch schon wieder. Mhm. Mit Himbeertabak habe ich bis jetzt eigentlich noch nie so richtig gute Erfahrungen gemacht. Also es war immer ein Problem eigentlich mit der Hitze, dass der mega schnell verbrannt geschmeckt hat und durch war. Aber geruchlich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr authentisch. Ja, das gefällt mir hier ganz gut. Der riecht wirklich super lecker. Schön fruchtig. Schön süß auch. Andere Beeren kann ich jetzt nicht explizit rausriechen, aber... Diese sauren Schlangen und dünn. Wirklich, das war das erste, woran ich gerade denken musste, als ich das gerochen habe. Wir haben gerade aus der Regie irgendwas erfahren hier. Genau. Die Regie meinte, es riecht halt so eins zu eins wie diese Haribo-sauren Schlangen, die man in diesen großen, rechteckigen Boxen so kennt. Muss ich zustimmen. Diese ganz dünnen roten, also nicht die sauren unbedingt, sondern diese ganz, die auch rund sind. So ganz lang und dünn. Oder die ganz... Ja. Von Trolli sind die, glaube ich. Das ist manchmal von Haribo. Trolli. Falsche Werbung hier. Trolli. Riecht sehr lecker. Also wirklich, man hat eine säuerliche Himbeernote. Fruchtig. Bin gespannt, was ist denn im Geschmack so los? Oh, geschmacklich. Was soll ich sagen? Der schmeckt mir mal wieder. Also nach dem letzten Tabak, den wir getestet haben, ist das hier mal wieder ein richtig, richtig leckeres Ding. Also genau das, was du im Geruch gesagt hast. Fruchtig, süß und erinnert mich jetzt auch, nachdem wir den Hinweis bekommen haben, erinnert er mich wirklich so ein bisschen an diese erdbeerroten Schlangen da. Also so ein bisschen kommt es dahin. Ich meine, es ist auch so ein bisschen chemisch. Aber es geht in die Richtung. Und wie du auch schon sagst, wir hatten viele andere Himbeertabake, damit hat der nichts zu tun. Ich finde, der könnte wie immer noch ein bisschen intensiver sein. Also ich weiß nicht, ob das einfach an uns liegt, dass wir so eine Chemokeule irgendwie bevorzugen. Aber ja, hier hat man halt nur so eine ganz leichte, fruchtige Note, so ein Nachgeschmack eher. Also könnte für mich halt auch noch ein bisschen intensiver sein, dass man einfach noch ein bisschen mehr Fruchtgeschmack hat. Weil so... Lässt er sich auf jeden Fall sehr entspannt rauchen. Ja, auf jeden Fall. Ja, rauchtechnisch, ich glaube, den Punkt brauchen wir nicht wirklich eingehen. Ja, einfach brachial, also sieht man ja. Ja, man sieht dich nicht und das ist gut, dass man das sieht. Das ist gut, dass man mich nicht sieht. Genau, ja, habe ich doch gesagt.
Was ich ein bisschen schade wieder finde, sag ich mal, bei den Genie-Dosen, die sind halt wieder so sehr groß. Also es ist wirklich sehr viel Platz für Luft. Also wenn ihr es aufmacht, ist irgendwie die Hälfte gerade mal mit Tabak voll, das hat 200 Gramm. Keine Ahnung, warum dann noch die restliche Dose dann übrig gelassen wird, um einfach Platzhalter zu machen. Ich verstehe es nicht so genau. Ich verstehe da die Hersteller auch nicht. Das ist auch so an sich eigentlich eine schlecht designte Dose, weil ihr könnt die nicht übereinander stapeln, ohne dass sie umherrutschen. Und das ist auch so eine einfache weiße Dose. Ihr habt alles vollgepflastert mit den Warnhinweisen. Gut, das ist jetzt Vorschrift, aber man kann sich da ein bisschen was einfallen lassen, dass es einfach ansprechender aussieht. Ich habe auch auf den ersten Blick gar nicht so richtig erkannt. Ihr müsst euch das angucken. Hier ist das Logo. Ich meine, sehr unauffällig. Man möchte doch auch ein bisschen auffallen, oder? Eigentlich ja. Ja, aber das macht jetzt den Tabak nicht schlecht. Nicht, dass ihr das denkt. Der ist wirklich lecker. Meiner Meinung nach könnte auch wieder ein bisschen Minz oder Menthol noch mit rein. Einfach noch so eine schöne, kühle. Findest du? Für mich nicht. Also gerade für Leute, die nicht wirklich auf Menthol stehen, ist das mal ein schöner, fruchtiger Tabak, der jetzt nicht wirklich natürlich schmeckt, aber trotzdem süß und lecker. So Leute, kommen wir zum Fazit. Wir würden für diesen Tabak eine Kaufempfehlung und auf jeden Fall eine Probierempfehlung ausgeben. Ich finde, im Kamin raucht er sich ein bisschen intensiver. Da hat er ein bisschen mehr Geschmack gehabt. So geht's. Er ist halt, man hat das Gefühl, er ist nicht ganz auf 100%. Er ist trotzdem lecker. Und deswegen würde ich dem Tabak auch im Gesamturteil ein sehr gut geben. Weil ich stehe wirklich auf den, muss ich sagen, der ist lecker. Ja, mal wieder was Neues, also gerade so mit dieser Himbeernote. Gefällt mir ja und auch von der Rauchdauer ganz normal, wie ihr es kennt, eine Stunde und ein Viertel so etwa. Ja, kann man nichts zu sagen. Und ich würde sagen, dann sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Ihr wisst es, wenn euch das Video gefallen hat, speziell unser geiles Genie-Intro, dann lasst die Daumen hageln, nach oben natürlich. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt auch doch gerne kostenlos auf den Abonnieren-Button unter diesem Video. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es von uns ein neues Video gibt. Und bis dahin, guckt euch unsere Facebook-Seite an. Und seit neuestem sind wir auch auf Instagram vertreten. Das muss wieder untergebracht werden. Ja, und dann wünschen wir euch einen schönen Mittwoch. Hoffentlich hält sich das Wetter noch so ein bisschen. Heute war ein ganz schöner Tag. Ja, Sommer ging's. Ja, und wenn ihr das Video gesehen habt, dann geht's auch gleich wieder weiter bis nach Sonntag. Und dann haben wir schon wieder das nächste Video am Start. Genau, also schaltet wieder ein. Wir sind raus, euer Shisha-Team. Ciao, ciao. Ich guck mich an.